Hallo alle miteinander. Ich habe euch gesehen, dass ich euch wieder ein paar Einblicke in meine Baustelle gewähre. Ja, und jetzt sind wir natürlich da. 2. Januar ist, ihr habt gesehen, ich nehme euch mit. Jetzt zeige ich euch das. Da der Wohnung 1, Wohnung 2 habe ich schon gemalt und jetzt gehe ich natürlich dann in dieses Stiegenhaus. Das wird meine nächste Baustelle. Leider Gottes zwei verschiedene Sorten von Rigips. Grün und natürlich die normalen. Die grünen nimmt man normal nur für die Bäder. Aber gut, das war ein Anstrich mehr für mich. Dennoch hat damit gedeckt. Ja, und was habe ich jetzt gemacht? Ich bin jetzt schon eine Weile da. Ich habe zuerst mal aufgeräumt. Ich frage mich immer, wie überhaupt jemand eine saubere Arbeit machen kann, wenn so ein Dreck umeinander ist. Überhaupt, für einen Maler ist das ganz wichtig. Jetzt zeige ich das, der Dunner. Schauen wir mal, ob ich das herkriege. Ich muss natürlich am Rande immer wegkehre, damit ich den Dreck nicht hochnehme. Was man da undeutlich sehen kann, das zeige ich jetzt auch noch, ich habe da zwei verschiedene Untergründe. Das ist Sputz und das da oben ist Rigips. Und der häufigste Fehler, wo alle machen, ist, dass sie sagen, ich habe einen Kübel Farbe und ich habe eine Rolle und ich strich da drüber. Das ist ein No-Go, weil ein Putz bröselt ab und dann ist das im Werkzeug drin und dann ist das so in der Farbe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zuerst der Putz malen würde, was jetzt da eh unwahrscheinlich ist, weil es unten ist, aber würde ich, und dann das aufnehme in diesen glatten Untergrund von einem Rigips, dann habe ich die ganze Böllele drinnen. Eine volle Katastrophe. Eigentlich ist dann der ganze Untergrund versaut. Ich als Chefin bin ja nicht mehr hergegangen. Erstens habe ich es gesehen und wenn sie es nicht gemacht haben, von Facharbeitern habe ich das vorausgesetzt, dass sie das wissen. Und am Anfang wissen sie das oft noch nicht, dass man da darauf Wert legt. Als guter Maler musst du und als gute Chefin, die es für ihre Kunden wirklich schön machen möchte, dann habe ich sie das auch gekratzt. Natürlich, logisch. Anschleifen wieder. Und sehe das Ganze noch einmal. Einmal ist keinmal. Zweimal kannst du es dann auch gratis machen und sonst musst du halt gehen, weil ich erwarte eine saubere Arbeit. Haben sie alle gelernt, haben sie alle gemacht. Ich war da immer sehr streng. Aber im Endeffekt geht es darum, dass das Endergebnis gut ist und dem muss man halt manchmal streng sein. Oder ein bisschen so auf die Art und Weise durchgreifen. Und sonst bleibt man ewig halt ein schlechter Maler. Wer will denn das schon? Weder Kundschaft noch Malermeister, noch habe ich einen Anspruch an mich, dass ich schlecht bin. Also ist es wohl klar, dass man lernen will. Gut, dann gehe ich mit euch weiter. Ich bin also da, im zweiten Stock drunter heute. Sehr schwierig mit dieser Kamera. Ich lasse mir da ja was einfallen, aber erst nach der Baustelle. Ich kaufe mir ein neues Handy, dann kann ich euch das besser zeigen. Ich gehe also da runter. Und ich habe also schon mal da erste Warnung. Und wenn ich da rumgegangen, zweite Warnung. Und jetzt zeige ich euch, was ich nicht verstand. Wo ist das? In welchem Raum? Als ich heraufkommt. Zuerst habe ich mal alles zusammen drum müssen, dass ich also mal einen Platz habe. Schon einmal. Das ist auch so ein No-Go. Ich meine, es ist klar, es ist der 2. Jänner, es ist keiner da. Aber ich bin auch irgendwann so 18. oder 19. Dezember gegangen und ich packe meinen Müll weg, ich räume den zusammen, nehme ihn mit und lasse nichts stehen. Das verstehe ich nicht, wie man sowas machen kann. Da frage ich mich, wie ist es möglich, dass die saubere Arbeit hinkriegen? Oder sind die schon so abgestumpft? Sowas tut man doch nicht, lernt man doch im Kindergarten. Man holt was raus, jeder macht Müll. Habe den Müll, kann man zusammen drum dazwischen, das ist eine Viertelstunde Arbeit. Und dann wegnehmen und gut gegangen. Ha, noch was erzähle ich heute. Ich habe euch ja schon in den letzten Videos erzählt von meinem wunderbaren Fliesenleger, den ich zwar sehr sympathisch finde, der auch eine super Arbeit macht, aber der breitet sich immer aus, als ob nur er auf der Baustelle wäre. Und dieses Mal habe ich jetzt mal zusammen drum dürfen, weil der hat das schon wieder verteilt auf alle Räume. So sieht die Baustelle aus, wenn einer normalerweise anfängt und dann macht er so ein Plätzchen für sich und gut gegangen, wo er keinen stört und dann war es das. Ja, und jetzt gehe ich da mit euch da rum, um die zweite Warnung. Also auch hier, ich habe da schon die Türen lackiert, die sind schon fertig. Gott sei Dank sind sie noch alle in Ordnung. Und ich zeige euch zum Beispiel so einen typischen Raum. Man lädt einfach das Zeug liegen lassen. Ich habe das wieder zusammengeräumt, da weggeräumt, weil ich sehe einfach ohne die, dass ich jedem seinen Müll wegräume.
Ich meine, klar, der hat das Zahl kriegen. Und was denken da, wer ihm das abzogen wird? Nämlich dem Chef von dem und nicht dem, wo das liegen lässt. Finde ich auch nicht ganz okay. Also schon, dass ich mich da irgendwie arrangiere. Und auch wenn ich eine Frau bin und auch wenn ich Kinder großgezogen habe und auch wenn ich Lehrmeisterin war und selber viele Leute schon ausgebildet habe, habe ich auch keine Lust, jeden zu belehren. Also jetzt haben wir den 2. Jänner, es ist keiner da. Ich werde also in Frieden und in Ruhe malen können, ich werde die Zeit nutzen. Und ja, und dann gehe ich jetzt in dem Fall mal an meine Malarbeit und dann sehen wir uns wieder und ich zeige euch dann vielleicht wieder mal oder sage euch wieder mal, auf was man so Wert legt oder was es dringend braucht oder was ich so mache. Mal schauen. Also dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.